Santa Statistica, blühende Sonne der Soziologie. Nur was sich zählen lässt, das ist auch wahr. Santa Statistica. Wussten Sie, dass 12 Promille aller Deutschen Deutschland hassen? Oder 7 Gramm Kamille jeder Brite trinkt aus Tassen? Dass bei ein und einem Drittel Schwabens Kinderdurchschnitt liegt? Oder dass im goldenen Mittel jeder zweite Landrat lügt? 2 von 6 gewählten reifen Volksvertretern sind obszön. Und nur ein Drittel kriegt einen steifen Hals, wenn sie ihm zugestehen. Einzelkinder sind verzogen, jeder Dritte säumt die Fristen. Und auf 20 Dendrologen kommen 7 Galeristen. Santa Statistica, blühende Sonne der Soziologie. Nur was sich zählen lässt, das ist doch wahr. Santa Statistica. Mörder sind meist nicht vom Lande, und wenn doch, dann regional südlich. Aber ihre Bande ist urban geprägt nach Zahl. 7 Kriege pro Epoche rechnet man pro Staat genau. Doch nur 3-mal in der Woche treiben Sportler ohne Frau. 12% der Atheisten sind für Gott doch nur im Stillen. 0% der Anarchisten würden Katzenkinder killen. 2 von 13 sind im Schritt, hart, nur 5 davon sind milder. Ein Japaner knipst im Durchschnitt 2 Millionen Urlaubsbilder. Santa Statistica, glühende Sonne der Soziologie. Nur was sich zählen lässt, das ist auch wahr. Santa Statistica. 3% der Kinderquäler sind komplex bedrückt im Bett. Nur 1/3 aller Wähler unterstützt das Kabinett. Krieg im Inland finden 70,9% gemein. Jeder nullte Kiesberg, 70 in Südbayern von allein. 3 Zigarren in der Stunde führen direkt zum Raucherbein. Gegen Kotgeschmack im Munde nimmt man Muscateller Wein. Alkohol macht Priester blöder, während klüger macht das Lesen. Doch im Durchschnitt ist auch jeder 6% dafür gewesen. Statistika, glühende Sonne der Soziologie. Nur was sich zählen lässt, das ist auch wahr. Santa Statistika. Kinder, die von klein auf Paffen fälschen auf den Fragebogen. Und von 14 Schwangerschaften sind 2/3 glatt erlogen. Alle Mädchen haben Fragen in der Sexualrubrik. Aber mehr als wir vertragen, lieben schlechte Volksmusik. Mädchen, die am liebsten Hosen tragen, träumen meist von Pferden. 3 von 17 Arbeitslosen wollen Börsenmakler werden. Gute Arbeit soll sich lohnen, doch kein Mensch weiß, wo das steht. Denn nur 3 von 12 Millionen glauben, dass es aufwärts geht. Ach, wenn die Kinder schon erwachsen, dann könnten alle, wie sie wollten. Doch nur 1% der Sachsen würden foltern, wenn sie sollten. Santa Statistica, glühende Sonne der Soziologie. Nur was sich zählen lässt, das ist doch wahr. Santa Statistica.